Können Sie uns vielleicht ein bisschen was zur Leistung von Erling Haaland sagen? Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich meine, die Zahlen sprechen für sich. Ich meine, jedes Mal, wenn er Tore macht, so viele, dann ist das gut für seine Karriere. Aber es ist super, es ist ein toller, toll. Er hat eine tolle Stimmung immer in der Kabine mit allen. Er gibt uns viel. Er ist wirklich wettbewerbsfokussiert von der Mentalität her. Der ist einfach präsent. Hat 5 Tore geschossen. Das ist nicht einfach, oder? Ist das ein Hunger sozusagen? Ist das der Hunger, der diese viele Tore bei ihm ausmacht? Das sieht man ja bei... Er hat 39 Tore gemacht, das sieht man nicht bei vielen. Unglaublich, ja, das sind viele. Ja. Und meistens macht er Hattricks, nach 65 Minuten habe ich ihn ausgewechselt. Ja, aber die Zahlen, nicht nur hier, sondern überall. Heute hat er 5 Tore gemacht. Ich weiß nicht, wie viel Ballkontakte er hatte. 60 oder so, wenn man das Gefühl hat. Wenn der... Es ist schwer, ein Tor zu schießen. Er kann das. Es ist schwer, wenn man 40, 50 Minuten lang den Ball gar nicht hat. Dann ist es manchmal seine Schuld, dann bewegt er sich nicht genug, habe ich zu ihm gesagt, gegen Crystal Palace war es noch nicht so gut, da war es nicht unterwegs, aber in Leipzig zum Beispiel, da war es unsere Schuld, da haben wir ihn nicht gefunden, aber früher oder später sprechen wir daran, darüber, versuchen das ein bisschen zu überarbeiten, denn wir versuchen, die Prozesse manchmal zu beschleunigen. Aber wenn wir jetzt das Mittelfeld überwunden haben, müssen wir schneller sein. Manchmal hängt es von der Taktik der Aufstellung ab und wir spielen langsam oder schnell. Aber natürlich, wenn irgendwann von Attack 1 aggressiv ist, geht das nicht immer, weil die Gegner auch dagegen sind. Erling liebt anscheinend die Champions League vor allen Dingen. Ist er der perfekte Spieler für so Riesenspiele von großer Bedeutung? Ich habe es vorher gesagt. Wir haben hier immer schon viele Tore geschossen. 4 gegen Real Madrid, 6 gegen Monaco im ersten Jahr. Tottenham Hotspur haben wir auch 4 geschossen. Das Problem war nicht, dass wir nicht genug geschossen haben. Das Problem war, dass wir zu viele kassiert haben, weggegeben haben. Meistens haben wir Geschenke verteilt. Und in diesem Wettbewerb ist es halt einer der Gründe, ist, dass man die Innenverteidiger mit einbeziehen muss. Es ist schwierig zu verstehen. Also, die sind also solide. Das heißt, wenn die sind im Kopf stabil. Die sind stabil im Kopf. Da ist es egal, was geschieht. Das brauchen wir halt, diese geistige Stabilität, die mentale Stabilität in diesem Wettbewerb. Wir müssen aufpassen, wie wir die Prozesse ablaufen lassen. Denn mit Sergio, mit Gabriel, mit vielen, was so immer so, dass wir viele Tore geschossen haben. War es heute dann ein Schritt in die richtige Richtung von der Mannschaft her? Weil wir gewonnen haben. Warum nicht Laporte oder warum nicht Phil und so weiter? Gut, das ist die Aufstellung. Also wenn ich die Aufstellung richtig gemacht habe, habe ich gewonnen. Und wenn ich verliere, habe ich die Aufstellung falsch gemacht oder was? Also alle Spieler haben Erfahrung und so weiter. 2 Wochen vorher gegen Leipzig waren wir nicht bereit und so weiter. Aber ein Auswärtsspiel ist natürlich auch was anderes in der Champions League. Da hast du mehr Druck und so weiter. Das musst du berücksichtigen. Und das, da konnten wir Kevin nicht verwenden. Er war krank in dem Spiel. Das heißt, es war ein anderes, ein langsameres Spiel. Heute kann ich es akzeptieren. Wir haben etwas schwieriger gefunden im Hinspiel. Deswegen konnten Raum und Friedrich nicht durchkommen.
Manchmal muss man erst mal ein Spiel gespielt haben, um sich zu merken, was man besser machen muss. Es war nichts falsch im ersten Spiel, es war einfach... Bernardo mit der linken Seite von Leipzig, die können unwahrscheinlich da was leisten. Und Bernardo wusste genau, wo er drei Spieler dort pressen kann. Dass kein anderer Spieler weltweit kann das tun. Es geht nicht um die Körperstärke, es geht um die Intelligenz. Und deswegen hat er gespielt. Ich habe jetzt mehr Informationen nach dem ersten Spiel. Ich habe mehr Informationen, liebe Leute. Die Leute auf Twitter, die wissen nicht alles. Ich weiß mehr. Ich habe recht heute. Es tut mir leid. Ich habe recht. Hallo Pep. Erling hat wohl gesagt, dass er lieber nicht ausgewechselt werden wollte, um noch ein sechstes Tor zu schießen. Aber wenn er jetzt schon den Meilenstein erreicht mit den sechs Toren, dann wäre es den Rest seines Lebens langweilig gewesen. Deswegen hat er gedacht, ich wechsle dich lieber aus, damit du nur fünf Tore statt sechs schießt. Ich weiß nicht, wie bei Messi, was da bei Messi passieren wollte gegen Leverkusen. Denn normalerweise... Also ich möchte eigentlich nur viel spielen lassen, aber ich wollte halt nicht, dass er zu viele schießt. Back to basics bei Kevin. Kevin ist ein dynamischer Spieler. Kevin ist... ist nicht einer, der irgendwo nur bleibt. Der ist draußen drinnen, greift überall an, presst hoch und so weiter mit Unterstützung von Haaland und so weiter. Und manchmal wird mir irgendwas zu Kevin erzählt. Wir wissen, dass Kevin nicht immer in der Position spielen kann. Er muss aber auch verstehen, wenn das geschieht, dann kommt es von alleine, dann kommen die Tore von alleine. Aber wenn er viele Bälle verloren hat, dann macht er es nicht. Und wenn er Umschaltspiele erlaubt für die Gegner und keine Vorlagen gibt. Soll ich Kevin De Bruyne nach mehreren Jahren mit ihm zusammen entdecken? Soll ich Ihnen erklären, wie ein unglaublicher Spieler ist? Aber manchmal gibt es natürlich immer mal Höhen und Tiefen. Aber Kevin kann links, rechts, hin und her und nah an den Innenverteidigern und kommt im Strafraum an und macht die Umschaltspiele mit. Kevin, er hat einfach was im Kopf, aber er muss sich auch bewusst machen, was er machen muss. Er ist aggressiv am Ball und er hilft uns beim hohen Pressing. Und dann sagt man mir, Kevin De Bruyne muss immer spielen. Glauben Sie, dass ich dumm bin? Der hat nicht immer so gespielt, wie er momentan spielt. Manchmal muss man sich hinsetzen und bewusst machen, dass nicht alles klappt. Hat Gündogan verdient zu spielen? Hat Bernardo verdient zu spielen? Ne, man muss ja schon entscheiden, wen man auflaufen lässt. Die müssen im Wettbewerb miteinander auch bestehen, auf höchster Ebene, sonst geht es halt nicht. Hallo Pep. Es gibt natürlich viele Gründe für Sie, heute Abend zufrieden zu sein. Können Sie uns einen Grund nennen, warum Sie zufriedener sind, happier als noch allen? Es war einfach ein sehr gutes Spiel. Da muss man nicht Trainer sein, um das zu merken, dass es ein tolles Spiel heute war. Selbst in den ersten paar Minuten. Da habe ich nur eine Sache, die ich bereue, dass unser Aufbau nicht gut genug war am Anfang. Und wir haben da ein bisschen Momente gehabt, wo man uns hätte bestrafen können. Aber mit 7-0 im Endeffekt habe ich nicht viel zu beschweren. Also 6 Viertelfinale hintereinander. Kein anderes Team hat diesen Rekord. 6 miteinander Viertel. Ich bin Versager in der Champions League. Ich bin Versager. Ich sage jetzt ein Geheimnis. Immer was immer geschieht in der Champions League, wenn ich die Champions League dreimal hintereinander gewinne, dann bin ich ein Versager. Ich habe 3 Sachen in meinem Leben. Tiger Woods, Julia Roberts und Michael Jordan. Das sind meine Idole. Michael Jordan und Tiger Woods geht natürlich nicht mehr. Und Julia Roberts, also wenn Julia Roberts nach Manchester kommt, nicht 1980 oder so, also vor 4-5 Jahren, und ist zu Man United gegangen. Julia Roberts ist nicht zu uns gekommen, die ist zu Man United gegangen. Deswegen,
ist es so, selbst wenn ich die Champions League gewinne, dann will ich immer noch sehen, dass Julia Roberts nicht zu United, nicht zu uns kommt, sondern zu United. Also mein Idol. Also trotzdem, auch wenn ich die Champions League gewinne, bin ich immer noch enttäuscht, weil die nicht zu uns kam. Also das müsst ihr wissen. Okay, sonst noch Fragen? Alle zufrieden?